Jawohl, und los geht es. Willkommen zu Mario vs. Donkey Kong, den Nachfolger von Donkey Kong 94. Wer bei Mario Bros. Bash mit dabei war, der wird sich noch an Donkey Kong 94 erinnern. Ist aber auch gleich hier eine eigenständige Serie. Ja, Run geht los. Spielt dann halt davon, dass Donkey Kong ein großer Fan von diesen Aufziehfiguren ist, die Mini-Donkey Kongs. Nur er kriegt keine mehr. Und ist deshalb so robust, dass er sie dann stiehlt. Und Mario will jetzt die zurückholen. Da hat er Geld investiert und los geht es. Ja, jede Welt, jede Stage besteht aus. Naja, es gibt 8 Stages pro Welt. Mit jeweils. Die ersten 6 haben 200 Stages und die letzten beiden stehen für sich alleine. Welt 1, 2. In der ersten Unterstage geht es halt darum, dass wir einen Schlüssel finden müssen, um die Tür zu öffnen, aus der Donkey Kong halt rausflogt. Der Run ist glitchless, aber es wird halt sehr viel Technik abused, um es mal so zu formulieren. Das heißt also, dass wir den Violin Gamer dabei zugucken, wie er halt Mario dazu bringt, einen Handstand zu machen. Und aus diesem Handstand raus lässt sich so mancher Trick absolvieren. Und die zweite Stage ist, jetzt hier sehen wir den Handstand und wir sehen, dass dadurch halt Mario wesentlich weiter und höher springen kann. Hammer nutzen wir nicht, weil dauert zu lange. Und die zweiten Stages gehen halt darum, dass wir ein Mini-Mario fangen. Es gibt 6 normale Welten und dann nochmal die 6 Plus-Welten, die halt weshalb das Spiel auch Any% Plus Handel heißt. Weil wir eben, weil eben diese Plus-Welten Teil des Spiels sind, des Runs. Ja, Welt 3 sehen wir auch schon. Handstand über den Abgrund auf die Plattform und jetzt den gelben Schalter. Die Geschenke sammeln wir nur dann auf, wenn sie halt mit Teil des Weges sind. Ansonsten ignorieren wir die, weil das kostet irgendwo auch Zeit. Würden Punkte geben. Nur Punkte, sonst nichts. Langweilig. Jetzt hier wieder gesehen, er springt so geschickt, so perfekt, dass er halt auf die Shy Guys springen kann, was ihm einen zusätzlichen Schub verpasst. Das ist jetzt 1,3M oder 1,4. So, hochspringen zum Schlüssel. Und wir sehen schon, man kann, also wenn wir den Schlüssel verlieren, gibt es einen Countdown. Man hat 12 Sekunden Zeit, um den Schlüssel halt wieder aufzusammeln. Der Velaro schreibt gerade, Violin ist ein guter, ist sogar der Komponist von dem OST, von dem Game, an dem ich arbeite. Das ist interessant. Okay, gut zu wissen. Ja, hier sehen wir die Fiesheit, dass halt diese Leinen, diese Kabel Elektrizität leiten, aber das ist uns egal. 1,5. Wird schon ein bisschen komplexer. Wir sehen hier, gibt es eine zweite Farbe, wofür wir dann den roten Schalter benutzen müssen. Wir nutzen das Trampolin, springen hoch, nutzen den blauen Schalter, gehen runter, holen den Schlüssel, nutzen den roten Schalter, nutzen wieder das Trampolin und auf geht's durchs Tor. Das ist relativ einfach. Wir springen einfach nur hoch, hoch und hoch und das ist schon der Mini-Mario. Die kleinen Marios, so niedlich. Die sind auch wunderbar designt. Umso trauriger ist es dann in 1M. Aber das wirst du dann sehen, was dann geschieht. Ja, hier sehen wir schon die nächste Besonderheit. Dieser merkwürdige Haufen, den wir zu Anfang gesehen haben, der lässt Ziegelsteine fallen, wenn wir drunter herlaufen. Aus diesem Grund gibt es halt den Trick, dass wir da per Handstand durchlaufen. Jetzt nutzen wir verschiedene Schalter. Na, er macht keinen Handstand, okay. Nutzen das Trampolin, hoch, nächster Schalter. Und durch die Tür. Die Übersicht zu behalten, wenn welcher Schalter gedrückt werden will. Normal. Ja, mit der Tonne hochspringen, über den Feind als Katapult nutzen und Mini Mario gesammelt.
1MM oder 1M Mini Mario. Es gibt in diesem Stage eine Box. Und wir sehen, was wir jetzt erleben, ist ein bisschen herzerbrechend. Bei der Runner, der Violent Gamer, wird manipuliert jetzt die Strecke so, dass nur ein Mini Mario in die Box kommt. Der Rest bleibt zurück. No. Kann er doch nicht machen. Aber wir haben eine Frage im Chat. Gibt es einen besonderen Grund, warum das auf der Wii U VC gespielt wird? Wahrscheinlich, weil das für diese Plattform besitzt. So, der Donkey Kong Fight, Trashy Kong. Wir sehen, dass Donkey Kong halt diese Schalter vor sich hat, die halt immer wieder aktiviert, und wir werfen dann den entsprechenden Mülleimer ihm gegen den Kopf, wo wir gleichzeitig dem Müll ausweichen müssen, den er dann halt runterholt, wenn er an der Leine zieht. Und das ist Kong. Eins. Kong. Wait, you won. Ja. Ja. Oh, die Mini-Mario ist dann nämlich im Übel. Das wird leider immer so sein. Gewöhnlich dran. Okay. Stage 2-1. Seil hoch und an der Tür vorbei. Seil hoch und den blauen Schalter nutzen. Den Schalter, den Türschlüssel holen, Trampolin und durch die Tür. Es gibt angenehmen Mundgeruch. Okay, wieder was gelernt. So, hier sind diese Piranha-Pflanzen. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht von dem Feuer getroffen werden. Und dann wird die Mini... Nee, danke. Mini-Mario. Ja, vielleicht in dem Sinne vom Wuselfaktor her. Aber bei Lemmings steuerst du ja wirklich diese Lemminge. Und kannst ihm bestimmte Aufgaben zuteilen. Hier hingegen... Ja, musst du halt einfach nur springen, dich durchs Level begeben, um an die Mini-Marios zu kommen. Und da weißt du ja, den Mini-Marios keine Aufgaben zu. Black Hole. Ein Candy Crush, lol, Black Hole. So, wir nehmen Schwung an dem Reck, schwingen uns hoch, ans Seil, Seil, halten uns nur minimals auf, weil kostet Zeit, und machen einen Handstandsprung, um den Mini Mario zu holen. Welt 2-3. Holen uns den Schlüssel und ja, da sind sie schon an der Tür. Aus welchem Jahr das Spiel ist, ist von 2004. Siehst du auf dem Layout, ist immer das mittlere Feld. Ja, und da haben wir den Mini Mario. Play 4. Hier ist halt die Besonderheit, dass es Böden gibt, die sich je nach Schalter aktivieren und deaktivieren. Und wir müssen halt diesen Boden innerhalb der vorgegebenen Zeit... Wir müssen halt dafür sorgen, dass der Schlüssel runterläuft, ehe der Schlüssel verschwindet. Ja. Ja, ist ein bisschen runtergefallen. Also, wenn er aus zu großer Höhe runterfällt, ja, sehen wir, dass er eine Weile lang bewegungslos ist. Weil die große Höhe in diesem Spiel merkwürdig definiert ist und sehr schwammig, meiner Meinung nach. Gibt es auch eine zu hohe Höhe, wo man dann stirbt, oder ist immer nur die Betäubung? Ich glaube, man stirbt auch, wenn man zu hoch runterfällt. Also ich habe das da, also es gibt auch eine 3DS-Version und die habe ich halt gespielt, eine Zeit lang. So, hier sind die Stacheln, die Früchte, Schlüssel aufsammeln, vergeben ab 0 Jahren, ich glaube, das schafft man unter 6, oder? Das kann man sich ja unter 6 Jahren schaffen, wenn man ein bisschen Hilfe hat.
Also das Spiel ist halt. Das Spiel ist halt weniger ein Plattforming-Game. Es ist mehr ein Puzzle-Game, weil du wirklich überlegen musst, wie bewege ich mich, wie aktiviere ich welchen Schalter, um ans Ziel zu kommen. 2-6. So, Schwung hoch. Vorsicht vor der Piranha-Pflanze. Seil runter. Er hat sich rechtzeitig gefangen. Supersprung, Schlüssel holen und ab durch die Tür. So, wir klettern das Seil hoch. Nutzen die Game-Schalter. Perfektes Timing, wir werden nicht von den Feuerbällen erwischt. Das ist sehr gut. Und haben den Mini-Mario. Ja, Asterix, das ist ein Mini, das ist ein offizieller Nachfolger. Hat das Spiel eigentlich auch irgendwelchen RNG-Faktor, oder? Nee. So, auf die Mini-Marios draufspringen. Und wieder ist es unser Ziel, ein Mini-Mario ins Ziel, in die Box zu bringen. Und das sieht gut aus. Was macht er da? Ah, da, er hat es eben verkackt. Also, er hat eben Mist gebaut. Er hätte den roten Schalter nicht aktivieren brauchen. Ah, okay. Und hi, Vicious Cat. Hey ho. So, das wollte er halt machen, diesen Handsprung. So, Ropikong. Also ich unternehme mich halt in den Splits und in den Splits heißt der Donkey Kong Fight Ropikong. Hier müssen wir halt die Früchte runterfallen lassen und dadurch den Affen, den Donkey Kong treffen. Ja, das war jetzt, das lief gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow. Hallo Rage Club. Hey ho. Ich dachte, er hätte ein paar Mal nicht getroffen, aber gut. Hätte ich auch gedacht. Aber, ja, guck mal nicht um. 3-1. Wir springen auf die Plattform. Wir sehen, jetzt wird es hier heiß. Hier ist eine Lava-Welt. Ducken uns und, ja, werden hochgefahren. Nehmen uns den Schlüssel. Hüpfen auf die Plattform. Nächste Plattform. Und dann in die Tür. Ja, jetzt haben wir das rote Geschenk eingesammelt, aber das ist auch jetzt egal. Ich würde auch ein Weglicher mitnehmen. Ja. 3-1 Mini Mario. Ja, wir sind auf der Plattform, ducken uns, machen einen Handstand auf den Gegner und. Das war Ninjis. Also ich kenne leider die ganzen Namen der Mario-Gegner nicht so gut, sorry. Die Ninjas habe ich mir gemerkt und die Scheigeis halt. Ja. So, hüpfen auf die Plattform, krallen uns den Schlüssel. Pass auf, passen vor den Feuerbällen. Und ab durch die Tür. Widersprung auf die Plattform. Sprung, blauen Schalter. Jetzt müssen wir auf die zerbrüsende Plattform. Sprung, Plattform. Halt Handstandsprung, damit wir nicht so lange warten müssen. Und da haben wir den Mini-Mario. Also man muss halt immer diese Mini-Marios sammeln in diesen Unterstages, um die halt zu absolvieren. Weil, klar, jetzt könnte man sich fragen, ja, wieso sammelt man diese Mini-Marios auf, wenn man sie dann später wieder, wenn man die dann eh wieder quasi verliert. Man muss das halt sammeln, um durchzukommen. Und da sehen wir, ja, wir sind im Ziel. Wow, okay. Das Movement ist wirklich exzellent. Ansprung, vorsichtig von den Feuerbällen und ohne einen Schalter zu aktivieren. GG. Du wurdest gerade übrigens gelobt.
Danke, sicherlich unverdient. Nö. Weil du schön erklärst, was da gerade passiert. Ja. 3-4. Vorsicht vor den Feuerbällen. Wir sehen, da ist die Kollisionsabfrage ein bisschen merkwürdig. Blauer Schalter. Hoch. Schlüssel nehmen. Roter Schalter. Runter. Schalter. Also normaler Schalter und ab durch die Tür. Ach, man kann die Schalter sogar nur einmalig aktivieren. Die Schalter, also wenn du, wenn du einen blauen Schalter drückst und es gibt einen roten Schalter im Stage, dann aktiviert sich halt quasi wieder der rote Schalter. Ah, okay, die wechseln, okay. Ja. So, nutzen halt diesen Gegner, um weiterzukommen. Kleine Hüpfer, werfen den runter, damit der eine Typ aus dem Weg ist und kommen zum Mini-Mario. Also pardon, wenn das Commentary ab und zu ein bisschen hektisch ist. Ich muss hier wirklich auf Zack sein, weil hier geschieht sehr viel in kürzester Zeit. Das ist zwar kein, der Run hat zwar keine Glitches, aber es ist halt sehr technisch. Und all die Feinheiten mitzukriegen. Ja, Flammenwerfer, Schallgeist. Und Holzerteiler. Schlüssel mitnehmen, ab, hochwerfen und ab durch die Tür. Erst gar nicht einen Umweg nehmen über die Ketten und so. Warum auch? Ja. Ja, hochspringen, also Handstandsprung. An der Plattform, an der Seite abspringen, sich zu anderen Plattformen katapultieren und dann hoch. Also es ist echt. Einige sind die Zeit, die fallen mir jetzt auf, wenn ich jetzt, in den Run des Zettel mal gucke. Der Movement sieht echt beeindruckend aus. Ja. Ja, hier müssen wir auf die Lava warten. Es wirkt zwar so, dass wir gleich geröstet werden, aber keine Sorge, die Lava baut sich jetzt ab und wir machen uns langsam auf den Weg nach unten. Uff. Aber auch wirklich langsam. Also ist quasi ein Autoscorer jetzt. Ja. So. Da ist der Schlüssel, den nehmen wir. Hoch. Trampolin. Schlüssel hochwerfen. Und wir kommen hinterher. Okay, Handsprung an den Schallgeist mit Flammenwerfern katapultieren und ab zu Mini-Mario. Und damit kommt ihr wieder zu 3MM. Also die MMs sind ein bisschen, ja, komplex. Also da habe ich nicht so ganz kapiert, wie jetzt Wieso springt oder sich bewegt. Also wir aktivieren jetzt den blauen Schalter und gehen die blaue Leiter oder auch nicht. Nutzen das Trampolin. Gelber Schalter. Haben jetzt unsere Mini-Mario. Nutzen den roten Schalter. Gelber Schalter, damit der Mini-Mario runterfällt. Roter Schalter, damit der Mini-Mario runterfällt. Blauer Schalter, damit der Mini-Mario zur Toybox kommt. Mein Gott, das wird nur ein Weg. Ja. Also muss das sein, so komplex. Die Übersicht zu behalten. Das ist echt enorm. Fiery Kong. Wir sehen hier, er wirft halt Fässer und wir werfen die zurück. Recycling. Derweil Donkey Kong halt gleichzeitig mit Lavakugeln wirft. Wir müssen die Fässer mit den Füßen abwerfen, deshalb auch der Handstandsprung. Oder wir nehmen die einfach auf, wenn er sie einfach runterwirft. Und jetzt auch noch einmal rechts und elegant erledigt. Im Sprung zurückgeschleudert. GG. Das ist einfach nur geil. So, 4-1. Ja, hier sind die Womp-Oms, oder wie die heißen. Das sind Swamps. Ich muss gerade kurz überlegen. Okay, Storms. Es gibt 6 normale Welten. A2 Unterstages ist A, je ein Bosskampf und ein M-Welt. Und es gibt die Plus-Welten. Das sind, glaube ich, auch nochmal 6 Stück. Da hat er jetzt eben das erste Mal ein bisschen Pech gehabt. Er hat zuerst den gelben Schalter aktiviert. Er hat zuerst den falschen Schalter aktiviert. Jetzt hat er den richtigen Schalter aktiviert, den vierten, den gelben.
und wir sind durch die Tür. So, hier kommen die Stacheln runter. Das nutzen wir. Wir können darauf springen. Auf die Laufbänder, diese Mini-Stomper oder wie die heißen, über den Mini-Stomper springen und Mini-Mario aufsammeln. Ich habe die kleinen heißen, ich fand die gerade nicht ein. So. Trampolin, Ketten hochklettern, Schlüssel nehmen, blauer Schalter, roter Schalter. Wir werfen den Schlüssel. Jetzt, ja, komm. Was willst du? Okay, das haut nicht hin. Nein, versuch's nochmal von neuem. Ah, ich glaube, mit ein bisschen Glück kann man den Schlüssel. Ah, jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Er wollte halt den Schlüssel durch die Barriere durchwerfen, noch während es halt quasi im Umwandeln begriffen ist. So, das sind halt die Schiebeschallgeist, das werden wir nutzen. Da sind die Donut-Plattformen, die stürzen halt ein. Hoch, hoch und Mini-Mario. Welt für 2. Sehen aus wie Spartaner. Ja, so ein bisschen schon. Ja. Welt für 3. Wir fahren mit der Plattform, machen einen Handsprung, nehmen den Schlüssel, aktivieren den blauen Schalter, werfen den Schlüssel. Hoch, aktivieren den gelben Schlüssel, machen einen Handsprung auf die Plattform, um den Schlüssel zu nehmen und gehen durch die Tür. So ein hartes Timing. Ja, aber das macht halt den Speedrun aus. Aktivieren als erstes den blauen Schalter, dann den roten Schalter. Wir sehen, die Schalter verwandeln sich in Plattform, lassen die Stacheln herabstürzen. Springen hoch. Und haben den Mini-Mario. Welt 4-4. Hier ist nicht viel los. Wir lassen die Stacheln runterfallen, nehmen die Seile, springen hoch, nehmen den Schlüssel und ab durch die Tür. Und hallo Mitzi-Cutes. Da hat er Pech. Ah, Mitzi-Cutes. Dann sehen wir Mitzi-Cutes, weil ich das Englisch ausspreche. Ja, ja. Lel. Wieso Lel? Angenehmer Mundgeruch. So, Handsprung auf die kleine Plattform, blauer Schalter. Wir lassen uns schieben. Und haben den Mini-Mario. Speedrun versemmelt. Versuch du mal, so einen Speedrun vor 69.200 Leuten zu machen. Selbst online geht dir da irgendwann die Muffe. Außerdem, die Tricks, die er macht, die sind sehr präzise und sehr schwierig. So. Salto. Schlüssel einsammeln. Namen Alko. Schöner Kommentar. Also, dann halte ich mit solchen Aussagen zurück, von wegen Lel und Speedrun versemmelt. Der macht das schon ordentlich, der macht das schon gut. Und wenn dann ab und zu ein Trick halt nicht gelingt, dann ist das halt so. Also ich merke nicht, wie viele Stunden Practice er da reingesteckt hat in den Speedrun, also. Ich weiß nicht, also er ist der Weltrekordhalter. Und dann wird den Mini-Mario. Wir müssten jetzt. Okay, wir sind jetzt 4-6. Eben im Probus. Handsprung auf die Plattform. Wir fahren ein bisschen.
gehen hoch, aktivieren den gelben Schalter. Nur mal auf, es sind weg. Ja, nee, Molly. Ja, nee, ist klar. Versuch mal es wert. wieder Handsprung, Salto, hoch, Schlüssel. Und ab durch die Tür. Was Snip geschrieben hat. ja. MM. wir lassen uns schieben, gehen die Leiter hoch. Springen hoch. Zu Mini Mario. Oh, Speckwürdig, lol, Yukio. Yukiko. So, 6 mm. Gelber Schalter, Trampolin. Meine Mini-Marios können auch sterben. Trampolin. Blauer Schalter. Wir springen hoch. Roter Schalter. Springen. Und ein Mario in Box. Und ein Mario in der Box. Spoopy Kong! Es wird gruselig. Naja, nicht wirklich, aber... Wir sehen hier, Tiger Eyes. Und wir sehen hier die Schalter. Das heißt also, wir müssen halt die Tiger Eyes werfen, die gerade aktiv sind. Ich habe keine Ahnung, wieso es da gerade im Mainstream immer wieder leckt. Es scheint Probleme zu geben, egal. Die Virtual Console, das war ein Ding von der Wii und Wii U, wo halt viele ältere Titel, Game Boy, Game Boy Advance und SNES und so, aber auch Neo Geo, PC Engine und so, nochmal virtuell neu herausgebracht wurden. War das nicht der Nintendo-eigene Emulator quasi? Ja, so quasi. ja, nehmen den Schlüssel, also wir sind jetzt 5-1. Werfen den auf die Laufbänder und ab durch die Tür. Es ist eine offizielle Software von Nintendo auf der Wii U. Und deshalb ist es auch für Speedruns erlaubt. 5-2, Handsprung. Wir nutzen gleich den blauen Schalter. So, ich bin zu weit. Ich bin schon eine weiter. Du wolltest Mini Mario nicht einpacken, ne? Ja. ja, 5-1. Ne, 5-2. Handsprung. Ah, dieser Lags. Blauer Schalter. Schlüssel. Werfen den gleich auf den... Ja, roter Schalter und ab durch die Tür. So. Seile, Schwanz und Blau und Mini Mario. Und Trampolin. Der Wanner hat gerade Frame Drops, kann das sein? Ja. Okay. Wird leider nie eine GameCube Virtual Console geben. Ja, schade. Weil die GameCube ist auch eine so gute Konsole. Und Nintendo sollte sich nicht nur auf 8-Bit und 16-Bit ausruhen. Im Probus, das ist der Mainstream, das ist der Runner. Der dezente Frame Drops. Das siehst du halt daran, dass die Zeit normal weiterläuft, während halt das Bild stehen bleibt. So, Bomb Ops. Eine neue nette Spielerei. Die nutzen wir natürlich, um diese Blöcke zu zerstören. Und müssen wir halt dementsprechend wieder anlocken. Jetzt nach oben, dahin werfen, nächsten Bomb aufnehmen, in die Falle fallen lassen. So, da hat es geklappt. Ein 60-Bit-Bus ist zu viel für Mario.
Manchmal hat man das Gefühl, das ist eine PC-Software. Wieso denn das? So. Werfen und dann haben wir das Mini-Mario. Oder den Mini-Mario. Welt 5-4. Ja, Sasu, das ruckelt, aber da können wir nichts dran machen. Das ist halt der Runner. Vielleicht legt sich das wieder. Der spielt das nicht über Emulator, Kaleidodon. Der spielt das auf der Wii Virtual Console und Capture D. So, bin gerade verwirrt. Okay, blauer Schalter, Schlüssel, hochspringen. Ja, sorry, Kasek. Oh ja, did I mention there's fall damage in this game? Auch nur ein falscher Versprecher. Seile hoch, den Kugeln ausweichen. Und wir sehen, also man ist halt schneller unterwegs, wenn man sich gleich, wenn man sich an zwei Seilen gleichzeitig hochhangelt. War auch schon im ersten Donkey Kong so, oder? Dass man an zwei Seilen schneller war. So, das ist 5-4, jetzt sind wir 5-5. Was war mein Künstler? Jo. Here we go. Laufband zum zweiten Trampolin, gelber Schalter. Schalter, um die Laufrichtung der Laufbänder zu ändern. Den Schlüssel nehmen, Schlüssel werfen. Auf das untere Laufband, Schalter aktivieren. Trampolin, Schlüssel nehmen. Plattform und ab durch die Tür. Yukiko, nochmal, wieso meinst du, dass ich eine PC-Software, dass ich eine PC-Software wäre? Das irritiert mich gerade, sorry. Ja, wir springen über die Gegner, nutzen den Schwanz des Gegners. Trampolin über den Gegner hinweg. Seile und ab zum Mini-Mario. Und ich glaube, Molly hat wieder Katzenbesuch oder Katerbesuch. Ja, ja. Das stimmt hier gerade. Mach mir ruhig nicht sehr süß. Willst du mich kommentieren? Der kommt nicht. Hallo, Kater. Das kannst du da wohl da hochhüpfen. Du bist eine Katze. Ja, so schnell die Textur runter war das, ja. Okay, anscheinend hat er die Frame-Drops bemerkt. Kurze Pause. Irgendwie Router neu starten oder so. Wir sind jetzt abgebrochen worden. Wird er das nochmal wiederholen? Wollt die weitermachen, der wandert gut aus. Also. Also steht noch Super Monkey Ball 2. Ja. I'm confused. Ja. Also ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe es auch nicht, dass wir bei Powerblade. Ja, genau. Oder wann abgebrochen werden musste wegen der Lex, super schade. Ja. Geht's dir jetzt besser auf dem Tisch? Gut. Oh, ich hatte mal ein kurzes MTS weiter, was mir eben zugewispert wurde. Ja. Potbreak, okay, dann geht's gleich weiter. Okay. Ich würde die trotzdem. Mach. Ach, Katze. Auf jeden Fall gab es beim GDQ gerade eine Donation von Velare. Auch wenn da kein DE oder GER vorsteht. Yo, Violin, what up? You good? Finally made it with this game to GDQ, huh? Well, now do your thing and go fast. Just wanted to say hi. Hi. Immer rummeln für. Rummel!
Er hat, ich muss mal eben schreiben. Ach. If you want to have an influence on the names of each of those five different. Aber Dunkelseite hat eben das Dschungelrummel weiß genutzt, ja. Also, you have the opportunity to make the single most choice of the run. Dome Fossil, Helix Fossil. The choice is yours. Which will it be? It all comes down to donations. And Haltung gezeigt. Mit Kim? Wenn Molly eine Kitcam machen würde, hätte der Karte die Cam gerne zum Fressen gerne. Ja, der wird dann wahrscheinlich dann rumschmusen, weil er an einem rumschmusen irgendwo rumsteht. Also. Wenn er den nicht gerade auf die Nerven geht? Ja. Ja, der ist, wenn er zu stürmisch spielt, raus, wird er einfach ein bisschen unruhig. Also. Das ist ein bisschen Muffen draußen, glaube ich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin ein kleiner Schicker, ne? Ja. 22 ist eine doofe Zeit. Naja, ist also, musst du morgen arbeiten oder so? Ansonsten gibt es das VOD-Archiv und das wird garantiert geheiratet werden. Weisen Sie, wo Dawn One ist, toll. Oh, ich freue mich so tierisch drauf. Ein geniales Spiel, wenn man ehrlich ist. Ja, und der Runner ist nicht, mega genial. Auch wenn es nur in Anführungszeichen The Frozen Wild ist, aber New Game Plus, Ultra Hard, die bleibt teilweise der Kiefer offen. Ultra Hard sogar? Autsch. Ja, ich habe morgen mein Kind um mal 6 an der Backe, da muss ich... Okay, das leuchtet eins. Also, dann schau es eben als VOD nach. Also hier, Dunkelleiter, hier soll ab morgen die Temperaturen langsam aber stetig runtergehen. Ich glaube, wir kommen morgen noch auf. Ich habe gerade 29 Grad. Somebody please kill me. Ich weiß gar nicht, wie warm es bei uns gerade ist. Ich weiß, dass wir letzte Nacht 24 Grad hatten. Die ganze Nacht über. Wir haben 28 Grad. Die Temperatur heute 18 Grad. Super Monkey Ball 2 will be coming up after this run of Mario vs. Donkey Kong, which we're currently working on. Ja, ich von mir auch aufs Wochenende, dann wird's endlich kühler, dann wird's endlich angenehmer. Vor allen Dingen, dann kann ich auch irgendwann mit Bette geschlafen, ohne darin vorher zu umzukommen. Hallo Sidon und Night. Du würdest 38 Grad in meinem Büro, ich sterbe. Die haben gerade, kann man im Mainstream reingehört, die haben technische Schwierigkeiten, die sollen aber gleich weitergehen davon. Okay. Ich freue mich drauf. Riesal, ich beneide dich gerade mal nicht, okay? Also Riesal, 38 Grad in deinem Büro, wie ist denn die Außentemperatur? Beziehungsweise, wie kommt es zu 38 Grad in deinem Büro? Hast du irgendwie 50 technische Geräte, die gleichzeitig laufen? Ja, mit Bettdecke schlafen, wenn es draußen kühler ist und ich nicht da vor Scheiße oder so umkomme. Außen sind es nur 29 Grad, ja, GG. Übrigens, an dieser Stelle mache ich mal ein bisschen Reklame für uns. Also wer will, der kann bei uns mitmachen. Ausrufezeichen mitmachen. Wir suchen diverse Leute, was in die Bewerbung rein soll, wofür ihr euch bewerbt, was ihr wollt, was ihr mitbringt und so, wie eure Zeiteinteilung aussieht, sowas in der Richtung. 35 Grad draußen und 7 dann so, ach du Scheiße. Exo, ach du Scheiße. Und ja, falls ihr nicht mitmachen wollt, falls ihr einfach nur zuschauen wollt, das ist auch kein Problem, hinterlasst ein Follow. Wir bieten jede Menge diverse Sachen und im Mainstream-Chat werden gerade 100 Subs aus dem Ärmel rausgeschüttelt. GG. Bei uns gibt es halt nicht nur Speedruns. Wir zeigen am Sonntag halt das neue Battletoads. Werden wir kurzzeitig showcasen. Exo wird ein neues Spiel showcasen. Es gibt den Randomizer Sunday. Ja. Im September warten noch einige Speedrun-Events auf euch und der Run geht weiter. Ach, sehr schön. Welt 5-6. So,
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Plattform, Blauschalter, Schlüsseltür. Wir prallen an der runden Stein ab. Zum blauen Schalter. Und ab durch die Tür. So, Bomb Ops. Ignorieren wir. Das ist ja schon der Frame Drops, das ist doch nicht wahr. Schon wieder? Ach nee. Ja, also dadurch ist jetzt halt die blaue Leiter da. Wir nehmen die Bomb Ops, um den Weg zu Mini Mario freizuspringen. Hochwerfen und ab zu Mini Mario. So, Bomb Ops. Werfen. Nochmal werfen. Trampolin. Handsprung. Bomb Op werfen. Bomb Op werfen. Der wollte nicht so mehr so. Blauer Schalter. Handsprung. Und da haben wir ein Mini Mario. Ach, da hat er schon einen geparkt gehabt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Bomb Op Kong. Und da sagt er schon alles. Also der Donkey Kong hat halt diesen Schalter. Wenn er drauf knallt, verändert sich die Richtung der Laufbänder. Und wir werfen halt die Bomb-Ops auf deinen Affen. Möglichst so, dass die halt explodieren, wenn sie soweit sind. Ja, Wii U Virtual Console. So, letzte normale Welt müsste das jetzt sein. Ja, 6-1. Es gibt Elektrobarrieren, natürlich verschiedenfarbig. Durch die Barrieren, Trampolin, wieder Barrieren, Trampolin, Handsprung, Laufband, Schlüssel, Schalter, Runtertür. So sieht meine Notiz für dieses Level aus. Jetzt sind wir beim Handsprung, sind auf dem Laufband, krallen uns den Schlüssel, verändern das mit der Laufrichtung des Laufbandes. Laufen runter und durch die Barrieren, durch die Tür. GGG. Handsprung, Schalter, roter Schalter, Feind aufheben, gelber Schalter, hochspringen. Über den Gegner zum Mini Mario. Handsprung auf die Plattform nach oben. Handsprung nach oben. Schlüssel aufnehmen. Blauer Schalter aktivieren und ab durch die Tür. Sasu, es gibt noch Zusatzwelten, das ist für Any% Plus, war doch richtig, dass die Zusatzwelten gewandt werden. Ja, Any% hat die Pluswelten. Und deshalb ist der Timer Estimate noch länger als die letzte Welt hier, wo wir schon sind. So, Handstand auf die Tonne, die läuft jetzt für uns, wir sind an den Füßen immun. Gehen nach unten, werfen den Gegner, Handsprung auf den Gegner. Handstand auf dem Gegner und ab zu Mini Mario. Hallo, Zerosef. Hallo. Springen auf den Block, machen Handstandsprung zum Schlüssel. Die Innovationen sind genial. Da kommt später noch eine wesentlich geilere Animation. Trampolin und ab durch die Tür.
Bonuswelt, 6-3. Damage Boost bei der Elektrofalle. Noch nicht. Nach oben, Trampolin. Nach oben schwingen. Nach oben schwingen. Geräusch beim Springen ist ja cool. Aber es wird auf der Wii U gespielt im Probus. Welt 6-4. Wir springen aufs Laufband. Nehmen ordentlich Schwung nach oben. Game Boy Advance. Ich wollte gerade googeln, okay. Ja. Nehmen den Schlüssel, blauer Schalter, Schlüssel als Plattform nehmen und im Sprung Schlüssel werfen und gleichzeitig weiterspringen. Also das ist auch genial. So, blauer Schalter, wir springen an die Robotschwänze. Nehmen die Leiter. Gehen über die Köpfe dieser Roboter hinweg. Sprung nach oben, Trampolin, roter Schalter, runterfallen lassen, Seile nehmen, Robotschwanz. Auf den Feind warten, auf den wir dann runterfallen. Werfen, laufen, Mini Mario! Discord. Ja, ich will. Alko hat wieder zugeschlagen beim Spenden. Ich guck gerade. Alko, der leicht Wahnsinniger. Handstandsprung über die Barriere, Schlüssel, Schalter aktivieren, Schlüssel über die Barriere, netter Trick. Runter, Schlüssel als Plattform, auf die nächste Plattform, gelber Schalter, Schalter, Laufband. Und Tür. Naja, Risa, intended ist in dem Spiel vieles, aber der wichtige Inhalt, der Runner nimmt, übrigens blaue Schalter hoch, der Runner nutzt halt manchmal ein paar Abkürzungen. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt legitim ist und so? Ich finde, es ist legitim. Er nutzt halt immer noch die Spielmechanik aus und er macht sie nicht kaputt. Kraxelt hier entlang. Und Mini Mario. Sag Bescheid, wenn du die Spinde herausgefunden hast. Nein, ich such gerade. Aber die Seite möchte bei mir gar nicht so richtig laden. Wahrscheinlich überlastet. Das ist gut möglich. Plattform, Handsprung auf die Plattform, auf die nächste Plattform, Handsprung auf den Feind, auf den Roboter, Handsprung mit Salto auf den blauen Schalter, aktivieren, wir gehen runter, gehen weiter, Schlüssel und Tür. Der Hamburg-Fabs, ich kann Sachen einfach nur runterrattern, einfach weil das geht so schnell. Wenn es sich gelangweilt anhört, dann tut's mir leid. Eigentlich bin ich von dem Spiel, von dem Run begeistert. Es ist halt nur so, ich komme hier kaum zu, also jetzt erstmal hier. Ah, retry, schade. Ich hab's gefunden. Gut, dann nächstes Mal vor. So, meine Lieben, Klimaanlage ist an, Teewasser ist aufgesetzt, Füße hochgelegt, die Witze können flach werden und das Wochenende beginnen. Kingdom Hearts habe ich leider schon verpasst, vielleicht bin ich zu Super Mario Bros. Noch wach. Es sind gerade wieder tolle Preise zu gewinnen, deswegen lasse ich ein paar Kröten fallen. Go Donkey Kong, Go Donkey Kong, Swift behaspel dich nicht. Danke, Alko, und Rummel dafür. Rummel! So, 6mm, wieder ein Ziel. Gelber Schalter, nee, erstmal den normalen Schalter. Gelber Schalter. Leiter runter.
Tonne nehmen. Nach oben, Handstandsprung. Trampolin, Tonne werfen. Roter Schalter. Ball kommen hoch. Weiter, ja. Es dauert ein bisschen länger, weil der Runner zwischendurch Internetprobleme hatte. So. Laser Kong, wir sehen halt diese Barrieren und das ist halt immer wieder ein Zyklus. Wir müssen den Schalter so aktivieren, dass die Laufbänder die Richtung mit dem Bomb-Op so ändern, dass der Bomb-Op, wenn er halt scharf ist, bei Donkey Kong explodiert. Kein Problem, Hamburg Fabs. Schalter aktivieren und der Widerschalter aktivieren. Ah, Pech. Jetzt sehen wir über die Lebensanzeige. Und zwar orientiert sich da die daran, wie viele Mini-Marios wir im letzten Stage aufgesammelt haben. Wir haben noch einen Treffer. Und jetzt muss der erstmal wieder in den Zyklus reinfinden. Aber Donkey Kong ist erledigt und perfekt. Und damit, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum Donkey Kong Fight. Ja, es gibt einen Donkey Kong Fight. Der allerdings sehr genial aufgebaut ist. Wir sehen hier, sind Toads gefangen. Und wir müssen diese Toads befreien. Als erstes nehmen wir den gelben Schlüssel. Damit befreien wir den gelben Toad. Dann nehmen wir den blauen Schlüssel. Und befreien den blauen Toad. Mit dem roten Schlüssel, genau, den roten Toad. Zero the Wave, ich habe mir halt Notizen gemacht und dann hangel ich mich hier entlang. So machen wir immer das hier bei German. Wir haben jetzt die Toads befreit. Das ist noch nicht das Ende des Kampfes. Weil jetzt gehen wir nach oben und wir müssen warten, bis Donkey Kong ein großes Fass wirft. Oha, das ist wirklich. Hallo Quindishes. Und WB Veni. Und die Toads helfen uns, bringen uns das große Fass, das wir sonst nicht hätten fangen können. Und wir springen jetzt nach oben bis hin zu Donkey Kong, werfen es mal kurz hoch, machen einen Handstandsprung, nehmen es auf. Handstandsprung. Und da ist der Affe eine Etage niedriger und wir müssen ihn jetzt bis ganz nach unten bringen. Uff. Und sie tanzen dort dann. Autsch, meine Finger und fällt. Die Toads sind ja mal nützlich. Ja. Aber es geht weiter. Die Pluswelten. Wir müssen jetzt kein Mini-Mario, also die normalen Stages sind quasi mit den Mini-Mario-Stages verschmolzen. Und das heißt also, wir müssen den Mini-Mario einsammeln, weil er hat den Schlüssel. Ach du Heilige. Ja. Trampolin, rote Kacheln hoch, blauen Schalter aktivieren und ab ins Ziel. Und genießt die super coole neue Animation. Wie Mario durch die Tür gezogen wurde. Das ist einfach nur super. So. 1-2. Tonne nehmen, runterwerfen, über Abgrund, Mini-Mario mit Schlüssel aufnehmen. Tonne nehmen, runterwerfen, jetzt aber. Trampolin und ab durch die Tür. Ach, der braucht die Tonne für den Mini-Mario, okay. Ja. Ich kann jetzt gerade das von Sasu nicht ganz lesen.
Also ich bin ehrlich, ich würde das Game niemals spielen, so langweilig finde ich das. Aber das ist bisher das wirklich einzige Mario, was wirkt, als hätte das irgendein Praktikant selbst zusammengebaut. Also Einspruch, Einspruch. Ich würde auch sagen, also ich finde ganz solide eigentlich. Ich meine, ist das nicht meine, mein Genre, aber spielen? Oder Where is Mario oder Painting Mario oder so. Also da gibt es noch ganz andere, also gibt es Spiele, wo man das wirklich sagen kann, dass die vom Praktikanten zusammengestellt wurden. Mario vs. Donkey Kong hingegen nicht so. Gelben Schalter aktiviert, über die Tonnen hinweg. Roten Schalter aktivieren und ab durch die Tür. Es ist wirklich was anderes. Und nur weil es, also lasst euch von der Plattform nicht irritieren. Lasst euch von der Plattform nicht irritieren. Das Spiel hat für den Game Boy Advance eine unglaublich geniale Grafik. Wollte ich gerade sagen, also. Ja, an den Background. So, Mini-Mario aufnehmen, Trampolin, Laufbänder nehmen, runter und über den Abgrund in die Tür. Ich finde, es ist ein genialer Puzzler. Halt einer, der wirklich Kopfzerbrechen bereitet. 1-6, Leiter hoch. Über die Tonnen und Feinde, Mini-Mario nehmen, Handstand, also Trampolin, über die Feinde wieder. Handstand, damit wir halt unverwundbar sind. Und ab durch die Tür. Barrel Kong Plus. Quasi dasselbe in grün, nur dass dieses Mal auch die Plattformen farbig sind und dementsprechend halt man aufpassen muss. Kann er? Muss aber nicht. Guck nicht nach, hä? Nee, ich hab gefragt, was zur Hölle eigentlich Hotel Mario ist. Natürlich jetzt zum ersten Mal, du bist irritierend. Ist für das Essen ist erschienen und damit ist alles gesagt. Also nicht, dass das Essen ist, schlechte Mario-Spieler rausgebracht, aber wenn ein Spiel für das Essen ist erschienen ist und Mario im Titel hält und sich kaum einer gerne daran erinnert, dann sagt das alles aus. So, Welt 2-1. Plus Leiter, Mini-Mario, Leiter wieder runter. Plattform nehmen, Feuerbälle abwarten und dann ab durch die Tür. Wurde es übrigens gerade verbessert, war nicht die SNES, sondern die CDI von Panasonic, wo das Spiel rauskam. Ja, okay, das erklärt dann noch mehr. Mir sagt es schon genug. Oh Gott. Welt 2-2. Auf verschiedene Plattformen springen. Mini-Mario nehmen. Trampolin und Tür. Ja, wir nehmen den Gegner mit, damit er halt den Mini-Mario nicht blockiert und ja, ab geht es. Also, du kannst dich auf Freuen fallen nehmen, weil Tiger das kommentiert. So, verschwindende Plattformen nach oben, Mini-Mario nehmen, das Fass mitnehmen, damit er halt sauber landet und ab durch die Tür. Bei 4 Plus. Mini Mario. Nehmen, Seile nehmen, hochkraxeln und ab durch die Tür. Kann man bitte jemand den Weltrekord posten? Ja. Ne. So.
Danke dir. 1:15:11. Okay, ist noch eine. Blauer Schalter, Handstandsprung auf Mini-Mario, damit wir über die Plattform kommen. Mini-Mario runterlocken. Gegner erledigen mit den Früchten. Hochspringen auf Trampolin und ab durch die Tür. Auf 2:6. Das wird interessant werden. Könnt ihr noch neue PB schaffen? Ja, aber die werde dann nicht gelten, weil ja das Internet zwischendurch abgekackt war. Ja, Mist, stimmt. Oh, das ist dann ärgerlich. Er ist ja der Weltrekordhalter. Und er hatte den Weltrekord erst durch die letzten Stages erhalten, weil er in den vorherigen Stages halt einiges nicht ganz glatt gelaufen war. Das läuft jetzt besser. Aber dadurch, dass er halt diesen Internetausfall hatte, nee. Ja. Gott. MB Mio Mo 4447. Ja, das ist so. So. Hier ist das Besondere, wenn wir die Früchte runterfallen lassen, ja, sehen wir, schießt Donkey Kong irgendwelche Feinde hoch. Das ist das Spielprinzip im Prinzip. Double Frame Perfect, sagt er gerade. Da war gerade irgendwie ein Double Frame Perfect Trick dabei. Nice. Doch dürfte gelten, dass der Timer gestoppt wurde und der das Spiel pausiert hatte, okay. Sensiger Mann, das Donkey Kong, was du meinst, ist dank. Ah, da hat er Pech gehabt. Da hat er die Plattform ein Ticken zu spät aktiviert. Und dadurch ist halt wenig Mario gestorben. Das Donkey Kong, von dem du redest, das war Donkey Kong 94 für den Game Boy. So, das lief jetzt besser. Und das ist ja, das ist wirklich der Nachfolger. Und durch die Tür. Drei, zwei. Über die verschwindenden Plattformen hinweg. Mini-Mario nehmen. Runtergehen. Wir heben den Feind auf. Damit er sich im Weg ist. Und ab durch die Tür. Er ist verdammt flott unterwegs. Ich bin mal auf die Endzeit gespannt. Aber ich glaube, das könnte Sub-WR sein. Es könnte neuer WR sein. Wenn das dann wirklich als WR gilt. Mal das Beste, weil wäre schon echt hart ärgerlich. Ja. Donkey Kong 64 hieß Donkey Kong 64, was fürs N64 rausgekommen ist. Donkey Kong 94 hieß Donkey Kong 94, weil es 1994 für den Game Boy herausgekommen ist. So kann man sich das merken. Ich mochte die Donkey Kong-Spiele damals nicht. War mir zu schwer. Also hier dieses, wo man mit Mario. Also man muss bei den Donkey Kong Land Teilen mal sagen, ich glaube, Rare hat das entwickelt, die haben halt versucht, die Optik von den SNES-Spielen auf den Game Boy zu übertragen und sind damit grandios gescheitert, weil du verlierst da sehr schnell den Überblick. Die Donkey Kong Country-Spiele hingegen sind besser. Ja. So, da locken wir jetzt den Mini Mario runter. Und gehen zur Tür. Übrigens kein Timer, nur weil der Mini Mario halt eine Zeit lang alleine ist. Veni, dazu kann ich jetzt nichts sagen. So. Lava kommt von unten. Wir gehen nach oben. Bereitet Mini Mario den Weg und ab durch die Tür. Also man sieht, die Stages haben teilweise Parallelen zu den anderen Stages aus den normalen Welten. Die Game Boy Color Versionen sind aber akzeptabel. Von Donkey Kong Land meinst du?
So. Mini Mario nehmen. Vorsicht vor den Flammkugeln. Sie klettern ins Seil hoch, aktivieren den blauen Schalter. Gehen weiter. Erstmal den Mini Mario anlocken. Seil hoch, roter Schalter. Und ab durch die Tür. Fiery Kong. Verdammt, das ist World Record Pace, wenn ich mich nicht irre. Hier springen wir in diesen Mauern nach oben. Ja, das ist so vorgesehen. Wir fangen die Fässer mit den Füßen ab und werfen sie auf Donkey Kong. Das Problem ist natürlich, der Boden verschwindet unter unseren Füßen. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Jetzt geht's auf die andere Seite. Wie sollte ab durch die Tür heißen? Ja, kann man auch sagen. Wobei es ja nicht immer ab durch die Tür ist. Manchmal muss man auch den Affen besiegen. Donkey Kong. Also ab durch den Affen. Stage 4.1+. Es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Wenn er im Handstand ist, dann hat er die Füße oben und die Füße sind unverwundbar. Das sind die Wumms. Rückwärtssalto, Mini Mario nehmen. Wir gehen hoch. Gelben Schalter aktivieren vorher. Roter Schalter aktivieren. Hoch und da ist die Tür. Wir öffnen sie und begeben uns hindurch. Level 4-2. Eigentlich recht easy. Wir nehmen die Mini Mario. Die Donut-Plattform lassen wir da unten fallen. Aktivieren die Schalter. Den nächsten Schalter. Leiter und Sesam, öffne dich! Lass du seine Mütze aus dem Sehmaterial machen, wie sie dann in der Sohlen. Backhold, weiß ja nicht, wie viel seine Sohlen gekostet haben. So, Mini Mario, wir lassen die Stacheln fallen, gehen über die Stacheln, aktivieren den roten Schalter, damit wir die Plattform haben. Und die Schallgeist nutzen das Trampolin. Blauer Schalter. Und klicki klacki kluck, da öffnet sich was. Und wir gehen hindurch. 4-4+. Wie macht was das? Locken den Geist an, den Buu. Blauer Schalter, lassen Mini Mario runterfallen. Roter Schalter und. Ja. Drehen den Schlüssel im Schlüsselloch. Diggi klack klug und wusch. Ja, sorry. Ich versuche gerade ein bisschen Varianz reinzubringen, nachdem ja das ursprüngliche von mir ein bisschen kritisiert wurde, zu Recht. Was gerade dir eben geschrieben hat. Mini Mario. Gelber Schalter. Wieder gelber Schalter. Roter Schalter. Hoch. Trampolin. Und die Tür öffnet. Juhu. Nemo, du hast nur angemerkt. Ich kann es verstehen. Einfach sagen und ab zum nächsten Level. Das ist doch langweilig, die Shinji. 4-6. Einfach und straightforward. Wir nutzen das Trampolin.
Wir nutzen den blauen Schalter und lassen Mini Mario Sklavendienste verrichten. Sklavendienste? Wow. Spoopy Kong Plus. Zwei Welten noch. Und ja, wir sehen, hier sind die Stacheln. Jetzt die andere Seite. Und damit ist das erledigt. So ist das eben. Man ruft bei jeder neuen Welt einfach, let's go! Null. Fünf, eins, plus. Es kommt nicht mehr viel. Es wird knapp. Das wird... Schade. Das war's. Es sei denn, macht auch irgendwo extrem Zeit gut, aber ich glaube jetzt nicht... Aber das war's jetzt. Ja. Rote Schalter aktivieren. Trampolin. Und damit Mini Mario nachfolgt. Blaue Schalter aktivieren. Roter Schalter aktivieren. Wieder den blauen Schalter. Nee, den. Und da ist eine Tür. Fünf, zwei. Schalter. Trampolin. Niederschalter. Wieder Trampolin. Der nächste Schalter. Welt 6 und dann gibt es halt zwei Bosskämpfe am Ende. Einfach mal die Daumen drücken für den Runner. Ja. Aber ich glaube wirklich, der Reset eben, der hat die Chance für den WR gekillt. So, müssen jetzt abwarten, bis die Bomb Ops spawnen. Aktivieren derweil schon mal den Mini Mario. Nehmen den blauen Schalter. Und den nächsten Bomb Op. Er ist aktuell etwa 48 Sekunden hinter seiner PB. Danke dir, Scar Daddy. Ja. Roter Schalter. Bomb abnehmen. Den Weg freiräumen. Und ab durch die Mitte. More477, leider nein. Kassig, bitte nicht. Außerdem müsstest du es mit meiner Adresse herausfinden. Good luck with that. Ja, ja, das war der Retry zu viel. Ja, Mini Mario, Trampolin, Trampolin und nochmal Trampolin. Fünf, wir klettern die Seite entlang, nehmen die Mini-Mario und gehen die Leiter runter. Gehen die nächste Leiter runter und gehen
Ja, was mit den Laufbändern? Gerade wäre ganz nett. Wenn die aus dem Kühlschrank kommt, ja. Ansonsten, ja, viel Spaß bei der Sauerei, Alkohol. Ja. Und da ist die Tür. Mini Mario, öffne sie, ich will da durch. Welt 5-6. Klimaanlage. Ja, okay, das geht auch. Ja, haben den gelben Schalter aktiviert, hangeln uns hier entlang. Und springen zur Tür. War jetzt ein kurzes, also schnelles Level. Ja, das sind so manche. Bomb Op Kong Plus. Tiger, ich möchte auch einen Kakao, bitte. Ich bin jetzt gar nicht schlecht. Naja, versuch die mal casual zu lösen, ohne den Run zu kennen. Oh Gott. Ja, das ist richtig, ja. Also hier nehmen wir bewusst Schaden. Einfach weil dadurch halt die Bomben, die Bomb-Ops, ja, ich spreche es jetzt richtig aus, abgebremst werden. Und so können wir die, wie diese halt aufsammeln und sie zerstören nicht den Boden. Ja, sehr schön. Mo, es geht hier bei diesen Events auch nicht um Weltrekordversuche. Es geht hier darum, einfach Runs zu präsentieren. Und das neue Runner zu begeistern oder noch nicht Runner zu begeistern. Was, ob es jetzt da runtergefallen ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, wieder die Barrieren, die Elektrobarrieren. Mini Mario nehmen. Roter Schalter. Mit dem Trampolin nach oben. Über die Tonne mitnehmen. Blauer Schalter, Trampolin. Mini Mario den Weg frei machen und ja, ihr wisst schon, was da kommt. Hey, ein Rekord bei BreakX The Rocket Live ist da gebrochen worden. Und das ging mit Zahlung. Naja. Bin ich kein Freund von BreakX The Rocket Live. Ne, ich auch nicht. Finde ich halt zum faden Beigeschmack. Ja. Ja. Machen Handstand. Hochspringen, hochspringen, Handstand laufen, Trampolin, Doppelsprung und ab durch die Tür. Aaron, von was war's? Rekorde? Das war einmal Super Mario 64, 120 Sterne und dann einmal Doom Eternal, aber Hardcore Any Percent oder so etwas waren das. Das waren zwei verschiedene Events. Ja, neben den Roboterschwanz, klettern hat er den Seilen entlang. Und Sesam, öffne dich. Hallo Danger. Hey ho Danger. BTR ist Break the Record Live und ich bin kein Freund von wegen dieser E-Sports-Ausrichtung, die dahinter steht. Weil das widerspricht mir so ein bisschen dem Geist vom Speedrunning. Ich weiß, ich stehe mit, dass es halt Leute gibt, die Break the Record Live gut finden. Finde ich auch in Ordnung, nur ich bin halt wie gesagt kein Freund davon. So, Schalter aktivieren. Man muss nicht alles mögen. Richtig. Sechs, fünf plus.
Hallo, Rune Organa 1. Blauer Schalter. Handstandsprung. Bomb abnehmen. Handstandsprung. Roter Schalter runterfallen lassen. Ja, da ist doch mal was. Da können wir doch mal durchgehen. Sechs plus. Die finale, normale Welt. Schalter aktivieren, Mini-Mario nehmen, ihn über die Mülltonne hüpfen lassen. Blauer Schalter. Mülltonne nehmen. Mülltonne hochwerfen. Mülltonne werfen, über die Laufband, Trampolin, Schalter, Sprung, roter Schalter. Mini Mario ist im Ziel und wir kommen gleich nach. Und der V-Pilz hat die Tür immer noch nicht aufgeschlossen. So. Laser Kong. Chrissy, ich werde mich jetzt einfach zu Breakers Regret Life nicht mehr äußern. Ja, dasselbe Spiel, wie auch vorher. Vielleicht ein bisschen flotter. $20 from Gadget Girl, watching Happy Feet's playing, performing, pump it up is one of the craziest things I've ever seen and now I can see it again. Please take my money. Und der war auf der Tür stehen. Genau, Kaleidodon. Noch eine Bombe. Er hat ein verdammt gutes Face. Now I'm going to do some damage abuses, which prevents DK from hitting the storm. Ja, da der sitzt da. Aber egal, er hat's geschafft. Ja, und dann aus machen, wenn er noch am Boden liegt. Break Circuit Life bedeutet, dass halt die ESA in Kooperation mit irgendwelchen Sponsoren, im letzten Fall glaube ich war es Kaspersky, einen Speedrun festlegt, eine bestimmte Kategorie, und halt die Top-Speedrunner einlädt, dass sie halt versuchen, den Speedrun innerhalb einer bestimmten Zeit zu brechen, und die Top 3 Speedrunner. Die das halt schaffen, kriegen halt Geld, je nachdem, wer den neuen Weltrekord hält. So. Donkey Kong Plus. Wir müssen alle Mini-Marios werden gefangen und wir müssen Donkey Kong mit diesen Fässern bewerfen und das geht sehr flott. Flotter als im Weltrekord-Run. Nice. Und Time. So, jetzt muss ich mal einen Blick auf den Weltrekord werfen. Ich glaube, das ist knapp über Weltrekord. 10 Minuten, oder? Ah, Mann, 22 Sekunden. Ach, ich hatte irgendwie 1:11 im Kopf, ja. 11 war richtig, ich habe die 15 vergessen. Und ja, jetzt klärt sich auf, dass er danke und traurig ist, weil er kein Mini-Mario erhalten hat. Und jetzt kriegt er einen Mini-Mario geschenkt. Und Donkey Kong ist glücklich. Wenn wir mal fragen müssen vielleicht, anstatt zu klauen. Ja. Ja, wenn er die eine... Also es gibt halt sehr, so viele Sachen, wo man hätte sagen können, ja, das hätte er vielleicht besser machen können, das hätte er vielleicht besser machen können. Sagen wir es so. Trotz allem Pech, es ist ein verdammt guter Run gewesen. Ja, und das hat Spaß gemacht. Sah auch gut aus, also die Execution, Respekt. Ja, so. Die Kommentatoren für den nächsten Run. Vini und Tiger. Also ich sehe einen Vini. Aber kein Tiger. Und Tiger wird gleich kommen. Vini jetzt schon mal im